So, hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Garry's Mod Tutorial. Ich sehe gerade den zweiten Bildschirm ist ein bisschen überflüssig. Auf jeden Fall habe ich jetzt diesmal einiges anders gemacht, weil es ja bei dem ersten Tutorial einige Fragen und Probleme gab. Und ja, ich habe euch ein Paket zusammengestellt. Muss mal kurz die Desktop-Icons wieder anzeigen. Und zwar ist diese Tutorial-Renderer-Dings. Hier, da ist die TTT Minecraft PSP B5 PSP drin, die wir zum Starten benutzen, weil einige haben die ja wieder nicht gefunden in dem Tutorial, um das zu ergehen. Dann habe ich das jetzt. Die Start-Bat. Ich weiß gar nicht, welches es ist. Eine fehlt anscheinend. Alles klar, wir müssen wohl eine umbenennen. Wir nennen die hier um. Start-CMD nennen wir die. Ist mir vorhin nicht aufgefallen, tut mir leid jetzt, aber schreiben wir lieber nicht, dass es die falsche ist. So, also da ist drin die Server-Erstellen-Text. Das ist eine Textdatei, die habe ich mir erstellt. Das soll Slide-Farben. Die werde ich auch in die Beschreibung packen mit Zeit. Also mit Timestamps, so dass ihr da immer seht. Also wenn ihr nur kommt, um zum Beispiel eine Steam Workshop Collection anzulegen, dann dass ihr da draufdrücken könnt auf die Zeit. Und ja, ansonsten werde ich die mit den, weil da Links halt dabei sind, auch in die Beschreibung packen. Ich muss mal kurz gucken, dass ich das hinkriege, irgendwie, dass es nicht überlappt. So. Dann haben wir die Start-Bat, um den Server zu starten. Wir haben die Start-CMD-Bat, um die CMD zu starten. Und ja, die Map. Und Lua ULX Modules, das ist ein ULX-Add-on quasi. ULX ist das Admin-Mod für Garry's Mod. Und das ist halt nochmal die TTT-Version davon, die man dann einfach dazu schmeißt. Ja, das funktioniert quasi. Okay, wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar ist es wichtig, dass ihr die Steam CMD euch runterladet. Da habe ich dann einen Link dazu geschrieben in dem Textdokument, weil ich nicht mache, ich nämlich jetzt gleich. Ne, habe ich natürlich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr einfach googeln Steam CMD oder ich stelle euch den Link jetzt auch noch dazu. Schnell eben. Die ladet ihr euch einfach runter. Und jetzt ist es wichtig, ihr müsst die Steam CMD in den Ordner tun, wo ihr den Server später haben wollt. Also ich habe jetzt hier Gmod Tutorial und den Server will später einen Server haben. Das heißt, ein Ordner bevor der eigentliche Server anfängt. Da müsst ihr die Steam CMD drin halten. Und das hat folgenden Grund. Die Start CMD habe ich geschrieben, weil es ja einige Probleme gab, wo es auch oft an Rechtschreibfehlern hing. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du lieber so eine Startdatei. Da tragt ihr halt ein, wie euer Verzeichnis heißen soll, weil ich jetzt schon den Serververzeichnis erstellt habe. Nenne ich das jetzt auch so. Und jetzt braucht ihr nichts weiter tun, als die Steam-CMD in den Ordner lassen und auf Start-CMD zu drücken. Dann macht der Rest eigentlich, müsste von selbst funktionieren. Wie ihr seht, funktioniert es bei mir auch von selbst, aber heißt ja nicht, dass es bei jedem funktioniert. Okay, fertig. Das war's jetzt soweit schon mal. Er müsste jetzt. Okay. Jetzt müsst ihr es nochmal starten, weil jetzt hat er erstmal alles runtergeladen. Dann ist nochmal. So, jetzt hat er sich nämlich schon mal eingeloggt. Jetzt seht ihr die Garry's Mod Dateien runter. Die werdet ihr hier finden. Server. Da werden die jetzt runtergeladen. Und ich habe jetzt aber keine Lust, beziehungsweise ich will euch jetzt nicht quälen und das eine halbe Stunde lang da laufen lassen. Deswegen stoppe ich jetzt mal schon mal die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bei mir ist es fertig. Es hat sich automatisch geschlossen, keine Ahnung warum. Bei mir ist folgendes Problem aufgetreten. Erwähne ich jetzt einfach nur, dass es bei anderen, dass andere darauf achten. Ich hatte das auf den Ordner, wo ich das gezeigt hatte, auf meinem Desktop. Habe ich jetzt auf meine Festplatte P verschoben. Und zwar aus folgendem Grund einfach. Ja,
Hier seht ihr es. Meine SSD ist ein bisschen voll. Ich habe jetzt ein Papierkorb gelegt, deswegen würde es jetzt reichen, aber ich habe es dann doch lieber auf die Festplatte P verschoben. Ja, das heißt, wenn es voll ist, dann geht's halt nicht. Dann beendet sich die Steam CMD, aber vorher steht halt was drin, das habe ich erst nach dem dritten Mal oder so gelesen. Deswegen achtet bitte darauf, dass ihr genug Speicherplatz habt. So. Das heißt, wir haben den Server jetzt runtergeladen und das nächste, was wir jetzt machen, was hier auf der Liste steht, ist die Server-CFG bearbeiten. Ja, da fehlt schon wieder ein Link, den ich dazu schreiben wollte, aber vergessen habe. Aber ja, das heißt, wir gehen auf Server, Garry's Mod, CFG und dann Server CFG. Ist das die vom Garry's Mod Server? Das ist die vom Garry's Mod Server. Die übernehmen wir jetzt. Eines werde ich euch trotzdem noch als Link dazu geben. Und zwar, ich muss es eben gucken. TTT Convar. Ja, okay. Ich wollte eigentlich Convar. Da ist es. Und zwar ist diese Seite, ich schreibe es gleich drunter, damit es nicht vergesse. Hier findet ihr alle Befehle. Und ja, die sind halt auch einfach die wichtigsten. Einen brauche ich, glaube ich, noch, um das um euch alles zu zeigen. Deswegen muss ich mal kurz mal gucken. Oh ja, TTT Minium Player stelle ich jetzt mal auf 1, damit ich halt auch auf dem Server alleine kann. Speichern und ja. Dann steht das auf nächstes auf der Liste, nachdem wir die Server CFG bearbeitet haben, die erste Map einfügen. Und das ist wichtig, weil sonst startet der Server nicht. Die Map, die in dem Start-CMD in der Startbar drin ist, in der hier, habe ich euch mit in den Ordner gepackt. Das ist die TTT Minecraft B5 BSP und ja. Ansonsten geht ihr wieder zurück in den Serverordner, wo die SRCDS ist und schiebt da die Startbar rein. Habe ich jetzt schon drin. Und ja, dann machen wir einfach Folgendes. Wir doppelklicken die Startbar und schon sollte der Server starten. Da kamen jetzt einige Fehlermeldungen, komme ich nachher zurück. Warum? Liegt nur an mir. Ja. So, jetzt ist der Server aufgesetzt. Wir können in Garry's Mod gehen. Startet, glaube ich, Vollbild, wenn mich nicht alles täuscht. Updating Steam natürlich, warum auch nicht? Jedes Mal, wenn ich Steam starte, update, das keine Ahnung warum. 8.8.1.3.4, irgendwas stimmt mit meiner IP nicht, aber schon okay. Ja, startet den Vollmondmodus, das heißt, ihr könnt gerade nichts sehen. Ich warte jetzt kurz, bis der Startbildschirm vorbei ist und dann mache es kleiner. So, jetzt gehen wir mal auf Video. 1280x720 Run in Window. Jetzt seht ihr es. So, jetzt können wir auf Mehrspielerspiel finden gehen. Lokales Netzwerk und dann müsste er hier aufgesetzt sein. Ups. Passwort müssen wir unten eingetragen. Das ist, glaube ich, YOLO. Bin ich mir nicht sicher, ja. Übrigens braucht er nicht denken, ich bin behindert oder so, weil ich als Passwort YOLO und als Account-Passwort XOXO habe, aber das kann man sich einfach leichter merken. Und dann ist das okay. So, wir können jetzt hier rumlaufen und sehen schon. Der Server funktioniert soweit. Was ist denn das? Hinter meinem Namen sieht aus wie eine Banne. In CSGO ist das so ein Peace-Zeichen. Ja. Und hier unsere Waffen können ganz mal schießen, alles. Ja, also wie ihr seht, der Server läuft. Das ruckelt jetzt ein bisschen, weil ich gerade aufnehme. Warten wir mal kurz. Es klingt gleich wieder vorbei, die Runde, ne? Ich werde das win, okay. Alles klar. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Weil der Server funktioniert ja soweit. Das connecten wir mal.
Verbindung trennen. Und dann schließen wir den Server. So. J und Enter, dann ist das auch weg. Und zwar steht auf nächstes auf meiner schlauen Liste, weil ich habe mich ja vorbereitet. Jetzt kommen die Add-ons. Also wir brauchen als nächstes ULX Admin Mod. Das lade die einfach runter. Ah, fuck, das war mein Ellbogen. Das lade die einfach runter mit dem Link, der hier ist. Habe ich hier. Und zwar braucht ihr entweder, ihr nehmt den Installer. Und das ist ein Exe, das geht aber nur bei Windows. Oder ihr nehmt die zweite Datei. Ich nehme jetzt mal den Installer, weil geht einfach schneller. Führt die einfach aus. I agree. Destination Folder. Gebt ihr euren Ordner an. Noch weiter. Ihr müsst auf Yabismod. Wabis, Gmod Tutorial, Server und dann Garry's Mod. Das hier ist der Admins-Ordner drin und da wird es rein installiert. Und jetzt drückt ihr Install und fertig ist es. So. Start den Server, ja, starten Server schnell. Es wird ein bisschen länger, aber ich will ja auch, dass ihr seht, was ich meine. Deswegen starte ich den Server schnell. Jetzt kommen die ganzen Fehlermeldungen wieder. Jetzt connecten wir den Server wieder schnell. Ich habe das Passwort eingegeben, oder? Ah, es kommt trotzdem drauf, gut. So. Jetzt seht ihr schon, hier die Mod.at könnt ihr auch ändern. Und ihr habt, wenn ihr Ausrufezeichen Menü eingibt, hier so, habt ihr ein Menü, ich habe es mir auf P gemeint, deswegen geht es schnell auf, wo ihr eure Admin-Comments drin habt. Also generell Comments. Und die Maps zum Voten und so ein Scheiß. Ihr könnt euch jetzt zum Admin hinzufügen. Zwar über das Aircon-Passwort. Wie mache ich denn die Konsole nochmal auf? Hier, Aircon. Aircon. Ulix. Add. Superadmin. Kayo. Ah ne. Add User. Kayo. Superadmin. Ach, Aircon-Passwort muss ich eingeben. Richtig, gut. Also erstmal meldet ihr euch Aircon an. Mit Aircon-Passwort. Und dann gebt ihr das ein. Und so, ich bin jetzt Superadmin. Und habe jetzt hier einige Comments, wie zum Beispiel Ban, Unban, Help, Kick, Map, Noclip und so ein Scheiß. Hier bei Fun kann ich auch Leuten HP geben, Ragdoll. Gleich Sound oder so, aber ich habe keine Sounds auf dem Server, also bringt es nichts. Slappen ist ganz lustig. Ja, sterben die meisten dann beim Auffallen, ich lande im Wasser, ist auch gut. Ja. Also auf jeden Fall seht ihr, es gibt keine spezifischen TTT-Commands und das will ich jetzt genau ändern. Das heißt, wir verbinden die Verbindung nochmal. Und jetzt habe ich euch was in den Ordner, in die Vedra-Datei gemacht. Und zwar diesen Lua-Ordner. Das ist eigentlich eine Datei aus dem Steam-Workshop, aber ich will unbedingt das jetzt an dieser Stelle einfügen, weil es da am besten passt. Deswegen habe ich es aus dem Workshop runtergeladen, entpackt und euch da hochgeladen. Ihr geht einfach in euren Ordner, hier Garry's Mod Add-ons, ULX glaube ich. Richtig. Und dann habt ihr hier so einen Lua-Ordner. Okay, warte mal. Add-ons. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube. Wir probieren einfach aus, wir haben ja Zeit. Also, wir schieben das jetzt einfach mal in den Ordner, in den Gasmod-Ordner, wo der Lua-Ordner ist. Und dann wird er da reingeschrieben und dann starten wir den Server einfach mal. Zum Testen. Start. Also, das Video wird extrem lang, weil es ist halt viel zu machen. Aber ich will jetzt alles mal in ein Video bringen, dass das soweit abgehakt ist. Und dass ihr das mal alles so an einer Reihe seht. Jetzt starten wir den Server wieder.
drücken P. Ups, da war irgendwas. Okay, das war's schon mal nicht. So, ich habe einen Fehler behoben. Und ja, jetzt seht ihr hier die Befehle, die hinzugefügt wurden. Und zwar zeige ich euch jetzt auch noch, wie ich den Fehler behoben habe. Ich habe den Fehler eigentlich gar nicht behoben, sondern ich habe einfach nur einen Fehler gemacht vorhin. Wir haben hier die Ordnerstruktur Lua, ULX, Moduls, SH. Und diese selbe Ordnerstruktur ist auch nochmal zu finden in Garry's Mod Addons ULX. Hier fängt es nämlich an, Lua, ULX, Models, SH. Und auch so zieht ihr das einfach rein. Das heißt, ihr geht in den ULX-Ordner und zieht das da einfach rein. Dann ist es da. Yep. Das war schon mal ULX mit seinem Mod. Jetzt wird es allerdings ein bisschen komplizierter. Und zwar müsst ihr euch jetzt ein Steam Authentication Key zulegen. Dazu habe ich euch auch einen Link in die Beschreibung gepackt. Hier. Und zwar werdet ihr danach gefragt, ob ihr eine Homepage habt. Wenn nicht, gebt einfach steamidfinder.com ein. Steht auch in der Beschreibung. Und dann bekommt ihr so einen Schlüssel. Den Schlüssel kopiert ihr euch jetzt. Der Schlüssel ist übrigens auch einer der Gründe, warum beim Start bei mir zu viele Fehlermeldungen kamen. Ich beende meinen Server kurz und die ganzen Eingabeaufforderungen. Geht in die Serverdatei, die Startbutt öffnet ihr mit Rechtsklick bearbeiten. Und hinter den Command minus Auth Key, da wo die X'e sind, setzt ihr euren Authentication Key ein. Das hat Fehler gemacht beim Starten und Host Workshop Collection. So, wenn ihr euren Steam, euren Authentication Key habt, könnt ihr euch eine Workshop Kollektion anlegen. Ich habe euch schon die Beschreibung auf den Link zu Workshop von Garry's Mod gemacht. Und ja. Und zwar, wie geht das? Also erstmal braucht ihr Mods, die ihr hinzufügen wollt. Dazu könnte ich euch empfehlen, ist einmal, wie heißt's? Zum Map wechseln, am Roadmap. Kann ich euch eins empfehlen oder auch nicht, weil ich finde es gerade nicht. Map Cycle. Schreibe ich die ganze Zeit, das soll das. Da hier, das hier kann ich euch empfehlen. Das ist toll. Das abonnieren wir. Aber das ist nicht das, was ich suche, fällt mir gerade auf. Abonnierte Objekte. Und zwar kann ich euch welches empfehlen? Das hier, Map Voter. Map Vote. Freta-like Map Voting. Das können wir. Ja. Und dann geht ihr da einfach immer drauf. Macht abonnieren, so, und dann werdet ihr das runtergeladen, wenn ihr das nächste Mal Garry's Mod startet. Ich habe es jetzt schon offen, deswegen wurde schon runtergeladen. So, dann kann ich mal, das kann ich deabonnieren, das kann ich deabonnieren. Das sind alles Maps, die ich da gesucht habe. So, und TTT Weapon Kollektion werde ich jetzt auch noch nehmen. Abonniert. So, gut. Wenn ihr die abonniert habt, könnt ihr jetzt auf zurück aufs Workshop gehen. Ihre Workshop-Dateien. Ah, ne, zurück. Auf Kollektion. Kollektionen. Kollektion erstellen. Und dann braucht ihr einen Kollektionname. Ich nenne es jetzt einfach mal Garry's Mod Server erstellen. Ein Titelbild auswählen muss man machen, keine Ahnung warum. Beschreiben Sie die Kollektion, kommt jetzt einfach nur Scheiße rein. Die Game Mode mache ich jetzt einfach mal Map, Weapon auch so. Speichern und fortfahren. Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen lang, meiner Meinung nach, aber okay. So, jetzt geht ihr auf abonnierte Objekte und sucht und fügt hinzu, was ihr haben wollt. Ich will einmal Map Road Freighter-like, Map Voting will ich dazu haben. Hallo?
die ganzen Maps füge ich jetzt mal, oder Deathfaker und Deathstation füge ich mal jetzt noch nicht hinzu, weil das ist jetzt einfach nur ein Tutorial-like. Okay, eine Waffe kann ich hinzufügen, zum Beispiel den Defibrillator. Und dann haben wir zwei Terminal, füge ich jetzt mal hinzu. Und die CSS, die Waffenkollektion hier, TTD Weapon Collection, füge ich auch hinzu. Ja, das? Natürlich, jetzt habe ich zwei Sachen hinzugefügt. Also gleich speichern und fortfahren. Und veröffentlichen drücken. So, jetzt seid ihr hier. Oder meine Hunde rasten erstmal aus. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich hört man es eher. Jetzt habt ihr hier oben eine ID. Die nehmt ihr euch. Steuerung C. Und macht die in die Start-Bud. Hier hinter Host Workshop Collection. Die XXXX. Macht ihr weg. Und macht die Kollektion da rein. Dann drückt ihr auf Datei. Speichern. Könnt ihr jetzt schließen. Und jetzt geht ihr auf eure Festplatte, wo ihr Steam habt, sucht euer Steam-Verzeichnis, Steam, Steam Apps, Common, Garry's Mod, hier ist es, Garry's Mod und dann auf Add-ons. Und hier sind die ganzen Workshop-Dateien, die euch, die ihr abonniert habt. Und da braucht ihr jetzt ein Programm zu, und zwar den... Okay. Ah ja, ihr solltet erstmal Garry's Mod starten, um das überhaupt erst runterzuladen, die ganzen Sachen. Und jetzt müsst ihr die Addons entpacken. Und zwar macht ihr das mit dieser Software hier, die ich euch verlinkt habe. Startet das einfach. Was habe ich denn? Defibrillator brauche ich. Das heißt, ich nehme mal Open, Browse, gehe wieder in den Ordner Addons, nehme den Defibrillator. Und jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr ihn andrückt, Select, Extract All, und jetzt sucht ihr euer Serververzeichnis und guckt, wie diese Ordnerstruktur aussieht. Lua Materials, das heißt, ich muss ihn quasi in den Garry's Mod Ordner einfügen, weil hier ist Lua und hier ist auch irgendwo Materials, oder gibt es noch nicht, okay, dann wird es halt erstellt jetzt. Ordner auswählen, jetzt wurde es extracted, das heißt, das ist drauf schon mal. Dann braucht ihr als nächstes, also brauche ich als nächstes, keine Ahnung, was ihr für Addons habt. Geht wieder auf Addons, Defibrillator. Den hier, brauche ich. Macht Doppelklick. Select. Extract All. Und wieder die Ordnerstruktur angucken. Hier Lua Materials, das heißt dieselbe, das heißt auch in denselben Ordner. Da genau hier rein, Ordner auswählen, so extracted, open. Ich brauche noch bei Addons den Freta-like. Mapboard Freta-like habe ich hier. So, ich gucke mir die Ordnerstruktur an. Lua, alles klar, extract all. Mod Tutorial, Server, Garry's Mod. Ordner auswählen, okay, wurde extracted. Und eins fehlt mir noch, und zwar die Map TTT mit bei Terminal. TTT mit zwei Terminal, hier haben wir sie. Select Ordnerstruktur Maps, also auch wieder in denselben Ordner. Die meisten sind in dem Ordner, wie ihr bestimmt schon bemerkt haben solltet. Server Garry's Mod. Und hier ist dann der Maps Ordner. Ordner auswählen, so. Jetzt habt ihr alles, was ihr in der Kollektion habt, auch auf euren Ordner. Das heißt, ihr könnt jetzt starten. Hab ich den Ordner? Okay, ich habe den Ordner anscheinend zugemacht. Garry's Mod Server. So, ich starte jetzt. Und jetzt wird auch die Fehlermeldung nicht mehr kommen. Jetzt downloadet er quasi nochmal die TTT-Defibrillator. Und so downloadet er halt alles nochmal. Ihr müsst es aber trotzdem hinzufügen und dann packen, anders geht's nicht. Und so, jetzt ist der Server gestartet, wir joinen drauf. Join Server. So, wir sind jetzt hier drauf und jetzt kann ich euch zeigen, die AOG gab es vorher nicht.
Mensch, glaube ich. Die ist aus der neuen Muffin-Kollektion. Was gibt's noch? Das gab's noch vorher nicht. Gucken wir mal kurz rum, wo es Waffen gibt. Die Mac 10 gab's glaube ich schon vorher. Die MP5 gab's glaube ich noch nicht. Wie das nochmal Waffen mit GQ. Doch nicht mit Q. Mit V lasse ich die bei mir fallen. Oder auch nicht. Ich lasse sie gar nicht. Ah, mit G fallen. Okay. MP5. Die Shotgun gab es auch schon vorher. Ich suche nochmal die Palm Shotgun, weil bei der bin ich mir sicher, dass es sie vorher nicht gab. Außer sie spawnt hier nirgendwo, dann ist es halt dumm gelaufen. Ah, die gab es hier vorher auch, ne? Die MP7. Als ob ich die Rifle aufgehoben, alles klar. Ja, Shotgun. Ich werde es irgendwann noch hinkriegen. Gut. Was ist noch ein Nebeneffekt? Och, scheiße, ja, okay. Nebeneffekt ist noch, ich kriege jetzt jede Runde Karma. Das habe ich ja so eingestellt in meiner CFG, dass ja, dass die eben über 1000 geht. Ja, okay, es spawnen keine Pump Shotgun jetzt gerade, das ist doof, aber ich glaube, die MP7 war vorher auch nicht da, also die ist auch aus der Kollektion. Und was man noch sehen kann, Map Change in 17 Rounds, okay. Das ist jetzt doof. Sonst könnte ich euch noch die Map Ort zeigen, aber ich kann ja mal kurz Trick 17 anwenden. Ich gehe mal kurz hier in den Ordner. Garry's Mod, CFG, Server. Round Limit. Mach ich mal kurz zu 2. Dafür muss ich wieder Aircon Passwort eingeben. Aircon, dann den Befehl ohne Anführungszeichen 2. Hä? Doch. Change to 2, alles klar. Wird wohl so sein. Okay, dann drücken wir jetzt P und übers Menü können wir die neue Map MP2 Terminal force to change this level. Alles klar. Der Defibrillator kann ich euch nicht zeigen, weil ich allein auf dem Server bin und ich so schnell das Ding gar nicht öffnen kann, beziehungsweise es dann gleich wieder weg ist. So. Wie viele Maps gibt es jetzt? Trotzdem noch 20, das ist scheiße. Dann kann ich euch das Map Road Fred halt auch nicht zeigen. Aber wie ihr seht, sind hier die Waffen. Pump Shotgun spawnt auch hier nicht. Ja, das ist die MW2 Terminal Map. Die meisten von euch kennen die wahrscheinlich von MW2 oder MW3. Das ist eigentlich eine coole Map. Spiele ich auch gerne in TTT. Vor allem wegen den Teilen hier. Und ja. Ansonsten gibt es noch was zu sagen. Ah ja, genau. Wenn ihr wollt, dass eure Freunde joinen können, dann solltet ihr euren Port freigeben. So, ab hier habe ich ein bisschen rumgefailt. Und zwar habe ich aus Versehen mit dem Slash mein Mikrofon gemutet. Und zwar würde ich sagen, ihr müsst in UDP und TCP in, also 2715 in UDP und 27015, also 2795 in UDP TCP und UDP TCP 27005 freigeben. So, ja, wie das geht, ist wieder auf der Serverseite, auf der Seite Port Forwarding gezeigt. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr Bewertung da lasst, wenn das Video gefallen hat. Und ja, danke fürs fleißige Abonnieren in letzter Zeit. Geht auf jeden Fall steil gerade. Und ja, würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.